So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Trouble in Terrorist Town. Wir sind hier auf der Map Pokémon V2 und mit denselben Leuten wie in der letzten Folge. Sag Und eine hallo. Kobabu. Die geilste Runde aus Ja, ich gehe auch zu den Leuten aus der letzten Folge. Jetzt keine Ah, Ausnahme leider. oder sowas. Ich gerade alle weggefickt habe, alle vier. Ja, wow, ey. Jetzt Ja, Ohren auch. da. Ja, Wart ihr auch keul schon. dir einen Wart ihr zu drauf. viert ja auch schon richtig doll. Ja. Ach, du hast dich selber auch weggefickt, oder was? Ja. Okay. Meine Fresse, ey. Oh, Kauf dir ja. doch einen Keks dafür, ey. Hab ich schon. Nee, das ist Und super. das ist quasi die alte, oder halt die andere Version nach, andere Version kann man nicht sagen, aber halt die Gegen. Eine zwei. Eine. Eine zweite Pokémon-App nach Lavender Town. Nein, Flo. Ja, und Wo welche bin ich denn Stadt hier ist das? gelandet? Ah, Flo. Okay, Ich glaube, Flo ist Ah, es. Flo heißt die Stadt. Ja, so heißt die Stadt. Ah, Flo. Nee, Azaela. Azaela City hieß Hat das die. noch mal Mit jemand dem erzählt? Fleckmon-Brunnen. Den kann Gruppe ja auch mal zeigen, wenn wir Flo irgendwo sehen. Ich war schon drin. Ich bin da drin Vorsicht, Drache. gespawnt. Daniel? Achso, so. Im Brunnen bin ich gespawnt. Also für mich Flo, Koopa, also Koopa oder Daniel sind ist der zweite, also okay. Koopa oder Daniel. Ja, für mich, Mach mal einen Jung oder Daniel oder. Wer hat jetzt wen abgeknallt? Also Flo hat Flo Zap hat Zap abgeknallt. getötet. Okay, ja, dann ist es für mich Jung oder Habt ihr schon Daniel. die Leiche von Zap gefunden? Nein. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass Flo den Raphael, ihr habt gekillt ihn hat. nicht verstanden. Der Wir ist haben bei gerade mir hier hinten überredet. in der Lampe Daniel ausgemacht. Oh, Hat einen Scheiße. Headshot bekommen. Danke. Sauber, Ich bin dann ist es Profi. Daniel. Ja, kannst du eine Health Station planten? Ja, dann ist Ich es. hab 27 Okay. Leben. Wo ist Plante die hier hinten mal. Hier. Da ist er! Hast du. Sauber. Okay, hab ich übernommen. Ja, der Headshot war nice. Umgedreht Headshot. Na. Alter, what the fuck? Schalke führt 1-0. Läuft bei ihnen. Piss dich, Kopa. Glaubst du, so kriegst du mich? Nee, ich habe auch nicht darauf gezielt, dass ich dich kriege. Ich habe einfach nur wie mitgeschossen. Okay, Sub rastet in seiner Mackie aus. Das war huge. Mackie huge, ja. Mackie huge. Mackie huge, genau. Mackie huge. So eine neue Waffe. Komm, dann nehmen wir mal Oh Gott, ey, da ist die ja Waffe, sogar noch die jeder Trader hasst. Ich will alleine MP5 gehen, Navy. was ich will. Nein. Oh, ich wollte die Jude Oh Gott, wegschmeißen. diese komische Elektrikwaffe. UMP Prototype oder wie es Oh, viel Spaß, Traitor, mit der Waffe. Was? Womit ist denn? Egal, Wobei ich die jetzt Detective jetzt göttlich auch in letzter Zeit UMP. öfters mal Ich Was hab denn, noch nie benutzt, weil ich finde die dezent unfair. Was Ja, macht wenn der aber dafür nicht viel Detective. Damage? Ja, stimmt schon, aber wenn du verreist, Ja? dann brauchst du auch nur draufknallen. Also der Detective schießt auf dich und du kriegst einen Elektroschock und du verreist sofort deine Waffe. Ach so, ja, stimmt, das hat Kuba mal bei mir gemacht. Wenn ich keine geile Waffe am Anfang in Runde bekomme, nehme ich immer die zur Sicherheit. Ich nie über den Haufen geschossen werde. Du bist ja auch ein Homo. Ja, ich weiß. Dann werde ich mich wohl instant weg. Die Homo-AWP. Ja, ich weiß. Hilfe. 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 Ich will nicht lesen. Computer sagt nein. Oh! Und Rafa ist tot. Ja, ich weiß. Warte. Guck mal, warst du schon mal im Fleckmann drin? Ja. Okay. Ich bin sogar in der ersten Runde darin gespawnt, wie ich in der Runde erwähnt habe. Aber irgendwie fehlt hier auf der Map Kurzhaus, habe ich schon mal festgestellt. Oder ist es zumindest nicht richtig platziert dann? Okay, Leute, hier hinten liegt Rafa, der liegt in diesem Gebäude, wo man reingehen kann. Ja, es gibt viele Gebäude, es gibt ein paar Gebäude, wo man reingehen kann. Oh. Durch was wurde er getötet? Der ist durch eine Shotgun gestorben. Eine Shotty. Wer hatte eine Copa? Ich habe auch eine. Ich habe eine UMP. Flo hat eine Schrotze. Ich würde aber mal sagen, weil die Shotgun direkt neben ihm liegt, dass der Traitor die Waffe gewechselt hat. Hi, Junge. Wirklich. Hi. Ach, Okay, da steht, er hat als letztes Daniel gesehen. Aber ich war es nicht, ich war Ach, zu depp. die Arena von Azalea war das hier. Wer war? Ach nee, wer war denn Leute, das? hört mir überhaupt jemand zu? Azalea, Ja, ach, Daniel, Käfer, richtig. ne? Aber Käfer. ich war halt zu der Zeitpunkt in Ah, auf Kai hieß er, Kai der hieß er. komplett anderen Käfer, Seite. Kai. Tja, hier steht aber, Rafa hat dich als letzten gesehen, Ja, bevor er das heißt, gestorben wenn ich ist. das ihn umgebracht habe, ja, Ich ich kann gehe es das. ein, das Risiko. Hoffe ich wird. Lass mich identifizieren, lass mich identifizieren. Okay. Oh. Okay. Sub. Ich hab Sub. Ja? Ah, Ich hab oh, dich. ich wollte gerade sagen, da liegt doch auch noch ein Toter. Ich Macht hab irgendwie drei einfach fucking Leute weg. weggemacht. Ja, Ja, mich ich von hab Rafa hinten, das ist ja weggemacht, voll ohne dass er mich talentiert. sehen konnte.
Was ist? Ja, richtig. Ich hab noch ganz am Anfang gesagt, ja, ich sehe sei mal ruhig, was hat Cooper gesagt? Cooper, was hast du gesagt? Von hinten, voll talentiert. Are you mad? Klar. Das ist ja wohl das Einzige. Ich wollte gerade noch sagen, es kann ja sein, dass man auch getönt wird, ohne gesehen zu werden. Ja, ich hab ja nicht gesagt, dass sie dich gleich umbringen sollen. Aber Subway Traitor hat dich umgebracht, also du hast nichts zu beschweren. Wo bin ich denn gespawnt hier eigentlich? Im Poké Center? Wie komm ich denn hier raus? Durch die Eingang? Treppe runter. Durch die Eingang, Junge, ich schwör. Wenn du oben bist, runter, die in irgendeiner Ecke ist, ich weiß gar nicht mehr welche, dann halt Tür raus. Ey, ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass wir hier nicht mal rauskommen, oder? Wo bist du? Im Käfig. Was für ein Käfig? Was im Käfig? Ich hab noch nie einen Käfig gesehen, wo ich beim letzten Mal gekillt wurde. Ach so, ja warte, ich komm zu dir. Junge, willst du wiederholen? Du musst, nee, ich bin diesmal nicht... Soll ich in den Baum hochspringen? Du bist in dem Gebäude drin? Nee, hier, guck. Wo bist du denn? Nein, hier. Wo bist du denn? Ja, ach, da. Hey, wo? Hier, in dem Zaun, eingezogen. Komm hierher, da schon. Du bist doch... Hä? Ich bin gewesen. Hier ist super... Auf mein, hier um die andere Richtung. Ey, bin ich blind? Hier sind doch die Zäune, Junge. Was für Zäune? Daniel. Oh, what the fuck? Wo? Wo denn? Ich bin total verwirrt. Hier sind keine Zäune, was labert er? Hier? Hallo, Junge, lauf mir hinterher. Du hast mich doch eben letztes Mal... Wo bist denn du? Ja, lauf mir hinterher, da hinten. What the fuck, Rafa? Ich war nicht mal in deiner Nähe. Beim letzten Mal, wo du mich gekillt hast, hab ich gesagt. Das war nicht da. Doch, das war hier. Du hast mich da in dem Haus gekillt. Nein, der hat sich in einem anderen Haus getötet. Kannst du Bäume hier hoch? Du kannst doch hoch. Nein. Crouchjump. Man kann nur durch die kleinen Bäume durch. Rafa, hier hat er dich nicht getötet. Da hab ich dich nicht getötet. Verwirrt. Ja, sorry, dann halt. Anderes Haus. Nein, ich hab mich hier irgendwie über die Wand gebackt. Ja, hast was zum Spielen. Oh. Oh, Moin, Junge! Moment! Oh, jetzt könnte. Alter, ich hab ne Incendiary, ey! Es juckt so in der Hand, Incendiary wegzuwerfen, aber. Kommt man hier echt nicht raus? Schade, dass ich kein Trader bin, sonst hätte ich jetzt direkt die Incendiary reingeworfen. Alter, Rafa, wir haben ein Problem. Hier lag keine Waffe drin. Wow! Du hast keine Waffe, aber ich. Sorry. Hallo, schieß mich nicht direkt ab, warte doch mal! Du hast auf mich geschossen! Nein, ich hab dich nicht mal. Erstens, ich hab dich nicht mal getroffen. Zweitens, ich bin ausgerüstet. Rafa, ich schütze uns. Hier lag ein Diegel drin. Ich hatte die Hand noch, ich hatte das Ding noch auf dem Stand. Wer hat die Incendiary geschmissen? Ich hab mir das Incendiary angeguckt, dann hatte ich halt noch auf Shotgun, was ist? Ich hab noch meine, siehst du? Boah, alle reden durch, boah, what the fuck. Kannst du auf mich raufspringen? Oh, mein Kopf, alle reden durch. Ja, was bringt dir das? Du wirst dann immer noch hier drin verrecken. Ja, aber dann bist du übrigens draußen. Ja, warte. Oh Gott, wenn du Traitor bist. Nee, ich bug durch dich. Nee, ich komm nicht, hin. Schaffe ich. 1-1 Real, Schalke. Oh. Ja, das ist schön gewesen. Scheiße, 04 kommt nicht weiter. Aha, Daniel. Ja, wir haben ein Problem, Rafa. Die Traitor ficken uns richtig, weißt du das? Ja, das weiß ich. Außer einer von euch ist der Traitor dann. Ich bin nicht Traitor, das wäre ziemlich dumm gewesen. Ihr seid beide Traitor, das wäre lustig. Ja. Nee, also ich bin's nicht, ich weiß nicht, ob es Rafa ist, aber ich vertraue Rafa. Wenn Jung Trader wäre, hätte er nicht versucht, seinem Partner hinterher zu springen. Vor allem vertraue ich Rafa, weil der mir hier raushelfen wollte. Und ich glaube nicht, dass man das als Trader tut. Wer wirft da? Ich geb euch mal ein bisschen Feuer. Alter, da ist das dein Ernst? Lol, hey, ja, Daniel. Töte Daniel. Ja, Daniel ist es. Daniel? Ja, lol, wer ist jetzt der Letzte? Daniel war Trader, Flo, Detective tot. Ja, dann ist es entweder ich, Jung oder Rafa. Rafa, bist du das? Oder einer von euch beiden, da drin im Käfig. Ja, nur weil ihr da drin seid, ist nicht unbedingt, dass einer von euch Inno ist. Alter, Rafa, bist du das? Ich bin's nicht. Ich hab noch 56 Leben, aber die Incendiary hat auf uns geschmissen. Also hätte die auch seinen Traitor-Partner ausschmeißen müssen mit Rafa. Oder so, auf... Ja, Dings, der Rafa war ja eh tot. Man kann halt auch nicht sehen, wer da rauskommt. Rafa ist doch nicht tot! Rafa ist quasi schon damit tot, weil er da gefangen ist. Dann hätte ich als Trader-Partner auch die Incendiary da reingeworfen, damit wenigstens... Hätte ihr da nicht angeworfen. Aber... Ich trau Rafa. Guck mal, wenn einer von euch Trader ist, ist doch egal. Dann seid ihr eben hier ja, und dann aber, warten ja, wir ab. Ja, aber ich trau Rafa, aber... Cooper und Sub haltet die Augen offen. Wir lassen mal die Zeit ablaufen. Ich bin mir relativ sicher, dass derjenige, der von euch nicht innocent... Also derjenige halt, der nicht innocent ist, der ist es. Oder du willst uns gegen Nee, das tue ich wirklich nicht. Nee, Sub, wir warten.
Wir warten einfach und wartet. Gucken, ob sie sich im Käfig gegenseitig umbringen gleich. Ich kann mich mal anders hinsetzen. Solange. Ist das echt Rafa? Rafa, bist du das wirklich? Nein. Aber ich bin's auch nicht. Wer ja. spielt hier gerade richtig ab? Das Witzige ist, ihr beide redet so überzeugt, aber es kann eigentlich nicht sein, weil Sub würde Sub wirklich so schnell seinen Partner einfach abknallen. Das wäre auch ziemlich... Wen hat Sub denn... Hat Sub Daniel getötet? Ja, Sub hat Daniel niedergeschossen. Und da denke ich mir, wenn... Ihr beiden klingt zwar sehr überzeugt, aber Sub hat jetzt nicht einfach den niedergeschossen. Aber Daniel guckt doch kaum zu mir, dass er mich töten will oder so. Du meinst, what the fuck? Ich bin innocent, das weiß ich für mich selbst. Deswegen... Vor allem will er mir auch raushelfen und Alter. Für mich kann es nur einer von euch beiden sein, aber es ist gerade Overtime, deswegen ich auch so. Lassen wir ablaufen. Alter, ich lasse das auch ablaufen, ich bin gespannt, wie sich das gerade gleich auflöst. Mhm. Ich glaube, einer von euch beiden wird gleich noch, okay, wenn da Sub Daniel gespielt hat, glaube ich, dass Cooper gleich noch Angst bekommen wird. Panikreaktion. Ich habe vorhin ja auch einmal auf Cooper geschossen, weil er in meine Richtung geschossen hat. Und er hätte Cooper, wenn er Trader wäre, hätte er sich bestimmt gewehrt und gleich zurückgeschossen. Das muss nicht sein, das ist Klischee. Kann auch. Okay, Rafa schießt auf mich. Ja. Wollen wir ein bisschen fair sein, Rafa wenigstens eine Chance geben? Siehst du, Daniel hat wirklich da gesagt, ich opfer jetzt meinen Partner mit. Geht er weg, Sub, da ich habe eine Insel. Nein, ich will es fair machen. Ja, aber dann verbrennst du, das wäre dann nicht fair. Nein, das hat er abgefuckter Motherfucker. Er hat's echt überzeugt geredet. Rein, weil ich dachte, man kommt durch die Tür von innen raus, ne? Aber nein. Kann man nicht. Göttlich, Ronaldo macht den Ausgleich. Bester Spieler auf der Welt. Ich wollte dann auch nicht meine Auto... Ich hab dir so vertraut, Rafa. Ich kann dir nie wieder vertrauen. Nie wieder. Das sagen sie alle. Und Porto führt gegen Basel. Dann sind sie schwanger. Was? Dann sind sie schwanger. Auf jeden Fall. Ihr müsstet grad, ich werd mein Vater. Ihr müsstet gerade mein Gesicht sehen. Ihr müsstet gerade einfach mein Gesicht sehen. Nee, bitte. Ich will keine Pumpe. Porto ist verstört gerade. Ne? Ja, leider ist Porto momentan weiter. Basel muss 2 Tore schießen. Nee, 1-1 war's. 1-1 zur Verlängerung, 2-1 zum Weitergekommen. Und in Porto wird's schwer. Ich bin Detective, verpiss dich auf. Ja. Weiß ich das? Ja, jetzt weißt du's. Hab ich da noch weggeguckt? Best Detective als der Traitor. Denkst du, seit dem ersten Part, wo ich nicht gepeilt habe, dass Bernie Trader war, dass Bernie Detective war und ich deswegen Katie vertraut habe, schaue ich jede Runde mal am Anfang, wer Detective ist. Damit mir niemals sowas Peinliches passiert. Das ist auch echt bitter. Ja, weißt du, weil... Ich würde es umnennen. Weil Kelly hat mich dann so überzeugt, wenn wir geredet so, dass Benny Trader ist und dann laufen wir die ganze Zeit so rum und so... Und eigentlich hätte ich nur einmal Tab drücken müssen und sehen müssen, dass Benny Detective ist und dann hätte ich Kelly abgeknallt, aber nein. Großartig. Das Witzige ist, Kelly knallt mich nicht direkt ab. Nee, er hat so 30 Milliarden Möglichkeiten und wartet noch ein bisschen, redet mit mir, läuft mit mir rum, bevor dann irgendwann entscheidet, mich abzuknallen, so was Hub auch mega verrückt gemacht hat. Das war in unserer Anfangszeit. Ja. Bernie. Aber ich kann mich auch noch erinnern. Das war ziemlich. Ich glaube, das war sogar auf Dust. Ja. Auf Dust 2? Dust 2, ja. Ich glaube, das war auf Dust 2. Ja, warum haben wir die Map nicht dabei? Ich glaube, da war ich schon. Wieso hast du eine Flashlight an? Was? Weil ich kann mich sehr gut erinnern. Wir müssen echt mal so ein paar CS-Maps nochmal draufhauen. Ich will Office. Was? CS-Maps? CS. Eine CS-Map. Ja, CS. Ich werfe Dust. Oh Gott. Kenn ich wenigstens. Scheiß Ding ist. Ja, eben so, das kennt ja jeder. Ja, Dust Office und sowas könnte man echt mal machen. Bungalows wäre auch nochmal eine interessante Map, die man mal machen könnte. PowerPoint-Präsentation ist abgesagt. Ey, ganz ehrlich, wenn man da nicht rauskommt, warum liegen wir PowerPoint-Präsentation, meinst du Pregnancy? Ich weiß das auch. Oh Gott. Hör bitte auf, Daniel. Hör einfach auf. Okay, oh, ich wusste gar nicht, dass man in den Raum hier reingehen kann. Ist Daniel Let's Play Pregnancy? Hab ich das richtig verstanden? Ja. Aber er muss alles übersetzen. Haargenau. Genau, natürlich. Englischunterricht für ihn. Und dann möchte er noch ein Baumdiagramm, eine Statistik dazu erstellen, die Vor- und Nachteile von Abtreibung. Oh ja. Bevor ich ein Baumdiagramm erstelle, muss erstmal Copa seins fertig machen. Das ist ein Argument. Nicht von dir ablenken. Denk nur von dir ab. Das ist ein absolutes Argument. Kann man da hinzahlen? Ist nix. Ey, oh, ich hab mich auch reingebackt. Sind das nicht die Zertrümmerfelsen? Keine Ahnung. Sind das nicht Pilze oder sowas? Oder ja, nee, es könnte schon Zertrümmerfelsen. Nee, das sind die Zertrümmerfelsen.
Aber da kannst du einfach durch. Ich sag nur, Englisch, eine gute Englischnote bekommt man nicht durch einen Englischunterricht in der Schule, sondern eine gute Englischnote. Ich hab früher. Indem man Wrestling schaut. Nein, das auch. Aber ich hab früher jedes verfickte Dragon Ball Spiel durchgesuchtet. Und bei Dragon Ball Spielen, ja, die sind ja nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Man lernt so verdammt viel Englisch, das glaubt ihr gar nicht. Wobei wir auch. Genau dasselbe hatte ich nur mit Wrestling stattdessen. Ich habe zur Schulzeit auch durch ein Online-Spiel gelernt, was es damals bloß auf Englisch gab. Alter, echt, da haben wir Wörter gelernt, da meinte die zu Lehrerin, ja, kennt man hier, Hypocrite, Heuchler. Ja, kann Hypocrite. Kein Mensch. Ja. Wo wir den ersten Text das hatten, wo jemand das vorlesen musste. Hypo, was? Ist ja, Hypocrite, Heuchler. Dings, aua. Oh nein, fuck, ich bin so dumm. Ich hab nicht die Leiter. Ey, was du das denn mit der Leiter? Okay, ich glaube, Cooper ist fast tot im Fleckmann-Brunnen. Ja, ich bin im Fleckmann-Brunnen gestürzt quasi. Bin in so Fleckmann-Brunnen. Geronimo-mäßig reingesprungen und ja, mach mal. Aber du kannst ja, komm, ich werf dir auch was runter. Ich würd nicht zur Leiter gehen, Cooper. Ihr könnt mir keine Insta-Reviews werfen, die den ganzen Brunnen überdecken, also. Aber nichts, was ich sagen wollte, ich hab ja. Wir hätten andersrum werfen sollen, machen. Das hab ich auch gedacht. Boah, ich hab auch gedacht, Moment, hast du eine Disco geworfen? WWE quasi ohne Untertitel auch immer geguckt und, ne. Ist das auch mehr Englisch beigebracht, als man denkt? Ja, es tut mir einfach nur vom normalen Reden und so, bei Promos oder sowas oder alles. Das Witzige ist, man denkt nur, die sagen, ich schlepp dir die Fresse ein und so, wie auch normale Wörter und alles. Gelernt. Sehr aber natürlich auch. Natürlich auch Film oder Serien in Englisch schon. Und Daniel wird niedergesetzt von der MP5. Daniel, ja. Flo war auch Daniel gesehen, ich hab's gesehen. Dass Flo mich identifiziert. Rafa! Was ist da los, ey? Ich bin im Brunnen und verpasst die ganze Action. Ja, Zap hätte wissen müssen, dass ich das bin. Ich habe die ganze Zeit gehört so. Da, boom, boom, boom. Ich hab die Waffe aufgenommen, die er hatte. Welche Waffe? Die ich gesehen habe. Ah, die er gesehen hat. Ja, ich weiß nicht, ob man die als nur sehen kann. Was? Du hast die Trader-Waffe aufgehoben. Ja. Aber die hebt doch jeder auf. Die kann auch nur nicht jeder benutzen, oder? War das nicht so? Nee, die kann nur der Detective und die Terrorist. Die Dinger holen, soweit ich weiß. Glaube ich. Boah. Boah. Ich reg's doch mal auf, wenn. Alter, ich möchte gar nicht. Ich weiß schon, dass Rafa im Bett später kommen wird. Ah, wenn ihr euch später trifft und so. Ja. Alter, für diese Anmerkung müsste ich dich eigentlich töten. Nein. Für diese Anmerkung müsste ich dich eigentlich töten. Ich soll dich noch weiter abknallen, okay. Ich snipe dich gleich weg. Oh Gott, das war jemand ganz anders. Als Detective. Sapp. Was? Ja, genau, dich meine ich. So, was ist denn die Rifle Austausch? Willst du was zum Spielen hier? Ja, gib mal her. Was will ich denn auf der Kackmap hier? Komm, Eiertest, Sub. Eiertest. Damit kann ich mir anfangen. Oh, hier los. Warum Muni? Halt so. Oh, ich hab Muni. Oder ein Seufzer, so wie er im Comics beschrieben wurde. Au, Cooper! Okay, Cooper. Ah, das ist doch Quatsch. Schön, wie Sub was erzählt, aber kein Interesse. Ja, ey, vorne, wo vorne gefangen war. Was denn? Ja, guck ich von zwei Seiten. Was ist denn? Ich hab Cooper. Fuck. Schieß doch auf Daniel. Gott. Mach dich ja nicht unverdächtig. Ja, ich hab Innocent. Überprüft, ich bin innocent. Aha, Jung. Ja, da komme ich. Mhm. Ich möchte mir das Schauspiel hier mal angucken. Was ist denn hier passiert? Ramsey. Ah, Cooper war Traitor. Innocent. Hallo, Sam. Boah, diese Stelle. Boah. Wie sie abgehen, fast das 2-1 für Schalke. Alter, könnt ihr mal reden? Wir sind doch noch zu viert. Ja. Die Innocenten sind alle ruhig. Aua, aua, aua. Boah, jemand schießt auf mich. Hab's nicht gesehen. Ja, mit automatischem Sniper. Ja, oh, sorry. Dass ich keine hab. Sorry.
Na gut, dann ist es ja jetzt safe. Für mich zumindest. Ja, das war dann wohl Jum. Ja. Als Zapfer und Tunnel unten auf mich wurde geschossen. Ja. Nein. Oh, Gott sei Dank. Weil deine mir aber auch immer am Arsch klebt, ey. Wie gestern, als ich in dem Portal war. Ja, das war geil. Oh, das war Eskalation. Okay. Der Flo ist auf jeden Fall gestorben. Der hockt hier bestimmt irgendwo in den Bäumen oder sowas. Warte mal, gib mir mal ein paar Sekunden, ich guck mal gleich, was so ein Radar sagt. Okay, der ist da, auf da, da wo Flo ist. Nein. Schön. Aber wieso ist hier ein Sniper? 2-1 Schalke, Alter. Schalke, jawoll! Boah, Daniel, halt die Fresse, ey. Ja, ich soll jetzt den Schrotz nehmen können, damit jetzt so, oder hast du nicht die AK ausgewählt. Na, egal. Letzte Runde auf der Map. Ach schon, letzte Runde? Platzieren Sie Ihre Wetten. Ah, ich habe leider den Headshot gegen den Zoo freigesetzt. Enderfahren. So eine Rifle, ey. Eine Rifle ist das letzte, was ich überhaupt... Du sagst, es ist Ender. Ich glaube, es ist Daniel. Nee, ich bin's nicht. Hier liegt nur Müll rum und da läuft Mario. Hm. Ich dachte, wir sollten unsere Wetten platzieren, oder nicht? Ja, mach doch. Hab ich doch gerade. Oh, hast du mich nicht gehört? Ahnung. Wette, ja. Daniel und Jung oder so, keine Ahnung. Random Shit. Verlierer müssen Baumdiagramm machen. Ja, da mach ich nicht mit. Besten, ja. Zu spät, hast du gewettet. Ja, aber du wettest nicht, ne? Ich hab ja die Wette ausgerufen, ich bin der Kopier. Ja, halt die Fresse. Ja! Halt die Fresse. Einfach Ruhe bitte. Einfach Mauer halten. Jetzt halt schon Schnauze. Wer ist das, Copa? Ja. Das geilste wäre, wenn es stimmt. Wenn es stimmt, dann muss Zappen bauen, ja, Junge. Bonusregel. Mach mich. Copa, halt die Fresse. Erstmal hast du ein Baumdiagramm über Digimon. Ich mach das Baumdiagramm. Vor irgendein anderer am Baumdiagramm anfängt, machst du dein Baumdiagramm. Okay, dann machst du das. Das ist schon seit Monaten. Ja, machst du auch einfach ein Baumdiagramm, weil jeder andere um dich herum sagt, mach ein Baumdiagramm. Ja. Dann machst du es einfach. Typisches Beispiel für einen Gruppenzwang, dem ich nicht erliegen werde. Ja, du okay, machst jetzt aber dein Baumdiagramm, ne? Ja. Mich wurde gesnipert von da hinten. Junge hat Sub hat geschossen. Auf mich! Nö, er hat einfach nur nie geschossen. Nicht auf dich. Wir waren da beide. Das glaube ich dir nicht. Er ist aber Detective. Also. Warum schießt du auf mich? Ich habe in die Richtung geschossen, nicht auf dich. Scheiß Mongo. Ich habe sogar halb in den Himmel geschossen. Secret Room. Der ist direkt an meinem Kopf vorbeigeflogen. Das ist kein Spaß. Dann war ich das nicht. Oh, jetzt wird's ernst. Hier, Incendiary für den Secret Room. Ich bin nochmal wie's. Ich hab Bock, da runter zu gehen. Yay, es kokelt. Ich brauch nicht. Na, leben alle noch von euch, Jungs. Jo. Ja. Also folgst du mich? Was ist denn da? Ach, Jo. Irgendwie interessant. Wow. Hast du vorhin auf mich gesnipert? Nein, ich war die ganze Zeit unten in der Cave. Ja, das stimmt. Rafa war unten, ich war unten. Du siehst an meinem Licht. Ganze hier. Zeit? Ja. Also bis eben gerade, als ja, wir als die Schüsse fielen, waren wir beide noch unten. Ja. Ah, ich schotze wieder. Schönes Du. Hättest dann sagen können, Copa vielleicht? Ja, klar. Ich war ja direkt nicht neben Sub. Ne, ich war neben Sub auf jeden Fall, als es geschossen wurde. Deswegen konnte ich auch sagen, dass Sub geschossen hat. Hier. Ah, ein Raffa verfolgt mich immer noch. Ich bin schon wieder Flo. Baba, Hilfe! Bist du umgelegt? Geh mal. Nee. Hui. Hä?
Hä? Hallo. Was? Hier gibt's noch mehr Räume. Ich wollte gerade schon sagen, bist du schon wieder da eingesperrt? Lol. In den Raum kann man nicht rein, aber in den daneben oder was? The heck? Oh. Nein! Wow. Daniel, hab ihn. Ah, Daniel war schon mal der erste Tipp richtig. Ja. Okay, Flo ist proven. Kupa-Waffe. Jung. Einer von euch. Jung wurde abgeknallt, also. Ja, Daniel hat schon gekillt. War ich wenigstens um die Hälfte richtig. Das heißt, Rafa hat wirklich auf Jung geschossen. Oder? Ich hab nicht auf Jung geschossen! Nein, Rafa war wirklich unten. Fuck. Ihr seid dabei, da macht. Achso, da ist er. Oh! Da, hab ihn. Ah, es war zu verlockend. Rafa hat nicht geschossen. Da hab ich den richtigen. Da hab ich mir einen richtigen am Anfang der Runde ausgepickt. Aber ich hab nicht auf Jung gesnipert, also. Ja, okay, Leute, dann verabschiedet euch. Das war's für diesen Part. Ciao. Ciao. Morgen. Adios, amigos.